Guten Morgen. Leib himmlischer Vater, in Namen Jesu, komm in der Nähe, in der Tanti, war da nie in der Achmati. In der Bede, Herr, dass du uns halbst, dass wir wertig nach deinem Wort wandeln. Halb uns die zu leiben, ab die zu vertrauen, Herr, in dein, wir schwor das Vergas. Halb uns das Rechte zu deiner. Bewohr uns für falsche Entscheidungen. Wie Satan so Hoffnung ab die, in Wacht ab die, im Namen Jesu. Amen. Psalm 130 sagt, Herr, ich bin völlig am Ende, darum schreie ich zu dir. Höre mich, Herr, ich flehe dich an, bitte höre mir zu. Wenn du jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Seht ihr, Psalmist, wie am Ende. Ich bin vielleicht mütlich, vielleicht depressiv, vielleicht hat er auch gerade Schuld gefallen. Ich sage, wenn du jeder sind anreitend, wer kann dann für dich bestehen? Aber dann sage ich dem Verschfeuer, doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Nu wo wir meist gereicht bei den Jungen sind, dass wir uns was prüfen und dass wir wirklich die Sache abriemen in unserem Leben, was wir falsch sind, dass wir in einem Schritt kommen, doch beim Schritt das Jahr aufschlitten. Das heißt, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Voller Sehnsucht warte ich darauf, dass er zu mir spricht. Ja, ich warte auf dem Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich glaube, das ist, was wir tun müssen. Ab Gott warte, Gott sieht ja unsere Hoffnung ab Gott Seite. Und einfach, ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu sehen, dann kommt doch diese Sehnsucht. Wenn einer nicht mal sieht, wenn einer nicht mal nach Gott verlangen hat, dann ist das schwer. Ich glaube, da macht einer den ersten Teil, macht einer selbst gehen, dann kommt das Gefeil auch. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig, er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von aller Schuld befreien. Also, was der Psalmist uns hier sagt, wie macht er nach Gott kommen mit unseren Versagen? Wie macht er unsere Versagen für Gott bekennen? Und da, wo wir Vergebung kriegen. Und ich glaube, von da ist der Tag, wo ich das hinmache. Herr, du weißt uns Leben, du weißt so gut viel, wie ich in diesem Jahr wieder versagt habe. Du weißt alles, Herr. Und ich bete einfach, dass du uns helfst, dass wir das wollen und das vollbringen schreien, dass wir diese Sehnsucht nicht schreien, dass wir diese Sündenerkenntnis schreien, dass wir unsere eigenen Fehler anseinen, wie seine leicht andere, Herr, aber unsere selbst zu seine Schwur. Wie ist uns da? Bedach uns Leben, dass wir erkennen, was dir nicht gefällt, und mach uns frei, verzeih uns, Herr. Recht uns nicht, sondern sieh uns gnädig im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.